Ja, moin. Da sind wir wieder. Jetzt heute machen wir mal Schottland mit dem Beatle. Scotland. Scotland, ja, das kennt ihr sicherlich. Und das läuft gut, Drive Club. Also wir kriegen immer mehr Zuschriften, Abos, Fanmängels. Ist Wahnsinn, was er da draußen alles macht, nur wegen so einem dämlichen Autorennspiel, ne? Ja, ist ja auch PS4, ist ja ganz klar. Ja, da fliegt ein Schmetterling. Hallo, bleib mal hier. Hinten ist noch ein Bötchen auf dem See. Und da fliegt noch ein Vogel, sehe ich gerade. Also da ist viel los. Unsere Fans warten schon, die haben schon so eine, wie heißt das beim Fußball, dieses Feuer? Bengalo angezündet. Ja, ist echt himmlisch da, muss ich sagen. Ich zeige euch die Bilder, damit ihr auch euch, damit ihr das genießen könnt heute. Ja, herrlich. Das ist doch klasse, ne? Das ist die Straße. Das ist eine Brücke. Ja, die Straße über die Brücke. Ja. Ja. So, und da stehe ich irgendwo mit meinem Beetle. So, los geht's. Ja, der kriegt ja gerade noch die Kurve, der Typ da vorne, ne? Ja, Turbo. Ja, VW Turbo. Ja, VW Turbo Beetle. Ja, kein Thema, Schatz, aber das ist echt, die fahren echt schnell. Ja. Also da kommt man kaum hinterher, Leute. Ja, ich musste da so längs, weil die haben mich ja fast abgedrängt. So, jetzt habe ich sie. Also auf gerader Strecke bin ich besser. Und dann fangen sie auch an, in einen reinzufahren. Das lassen sie sich nicht bieten. Merkt ihr, ne? Juhu! Zweiter. Ja, das liegt daran, weil ich... Ey! Nee, lass mal. Ey, den Scheiß hinter mir, ey. Voller Idiot. Ey, Spacko. Also das ist echt gemein, wenn die kriegen keine Strafpunkte, wenn die in einen reinfahren, dann kriegen die gar nichts und das sehe ich auch nicht, das kriege ich auch gar nicht mit. Aber die Strecke ist auf jeden Fall schon mal schön. In Scotland. So, jetzt fahre ich hier nochmal rum. Da sind wieder die Bengalos. Na, jetzt bin ich wieder Vierter. Toll. Also die Schotten sind nicht sehr freundlich, sehe ich gerade. Die Japaner waren freundlicher, aber da bin ich leider nur Elfter geworden. Aber die Schotten sind nicht so nett, beim Autofahren zumindest. Vielleicht gibt es ja hinterher schottischen Whisky. Dann kann man sich noch einigen. Dann fülle ich die ab mit Whisky, dann werde ich Erster. Ja, und sie fahren auch voll in mich rein. Sehr aggro, die Fahrer. Aber wirklich, es ist nach wie vor das geilste Autorennspiel, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und da bleibt meine Meinung auch stehen drauf. Und ihr seht ja, meine Fahrkenntnisse sind nicht allzu schlecht.
nur die Kurve kratzen, das ist nicht so mein Metier. So, jetzt muss er mich aber notgedrungen vorbeilassen. Oder auch nicht, er heizt auch ab und er geht auch rüber, so wie ich. Und er versucht mich jetzt hier schon wieder abzudrängen, die alte Ratte. Ey! Nee, das war irgendwie komisch, da war irgendwas im Weg gerade. Ja, das tut mir leid, ich bin leider nicht Erster geworden. Jetzt 5 von 12, immerhin. Du bist doch noch gar nicht fertig. Nee, aber ist ja gleich fertig. Die lassen jetzt auch nicht zu, dass ich Erster werde. Da könnt ihr wirklich Gift drauf nehmen. So, aber esst lieber einen Pudding drauf oder so. Oder irgendwie eine Pizza. Ey. Seht ihr das? Guck, und der hat aber jetzt einen Crash mit dem anderen gebaut. Der hat sich überholt. Und der einen Crash gebaut hat, der ist jetzt weg und der überholt mich jetzt. Wisst ihr was, ihr seid echt peinlich schon. Lasst mich doch mal vorbei jetzt, so. Jetzt mache ich euch mal nach. Dann komme ich doch ans Ziel. So, jetzt heizt sich einfach drauf los und über die Wiese oder über Feld und sonst was. Und dann werde ich auch vielleicht noch 5 von 12, mal gucken. Ihr müsst nicht denken, das ist einfach. Das ist total schwer. Das ist nicht easy. Und vor allen Dingen ohne Lenkrad. Und ich weiß nicht, wie lange das Rennen noch geht. Ist gleich zu Ende. Ist gleich zu Ende? Ich hoffe das, weil irgendwie Bock habe ich nicht mehr drauf, hier den Affen zu spielen für euch. Ich hole nochmal einen. Geradeaus, los, gib nochmal Gas. Ist gleich zu Ende. Gib nochmal Gas auf den letzten Metern. Da ist schon gleich zu Ende. Da vorne, los. Jetzt will ich noch Zweiter. Seht ihr, wenn Schatz mich anfeuert, dann schaffe ich das noch. Ja! Scheiße! Gut, Leute, ich hab's geschafft. Ich bin Zweiter, so ein Schnabel mit dem Volkswagen Beetle GSR. Was Besseres gibt's doch nicht.